Was geht ab, euch Freunde der Erde? Terrafox hier, gesendet von der Erde. Und herzlich willkommen zu einem neuen Let's React. Diesmal reagieren wir auf der traurige Tod von Sega von Rayfall. Ich hab's mir schon ein bisschen angeguckt. Es ist 22 Minuten 23, aber es ist so wie für ADHSler geschnitten. Also perfekt, um es anzusehen. Perfekt für mich, um es anzusehen. Der heutige Konsolen. Also, es geht los. Nintendo streckt die Ära ihrer leistungsschwachen Konsole ins Unermessliche. Sony ist nicht mehr das, was sie mal waren. Und eine Xbox braucht heutzutage sowieso kein Schwanz. Somit ist der aktuelle Konsolenkrieg noch langweiliger als Knäckebrot. Doch das war nicht immer so. Denn es gab mal einen wirklich spannenden Krieg in Japan. Nicht den Krieg, sondern den einzig wahren Konsolenkrieg zwischen der bis dato unerreichten Übermacht Nintendo und einem ambitionierten Herausforderer, der kam. Schwarzer Humor ist drin, man merkt es schon. Oh, unglaublich. Okay, weiter. Und sich viel zu schnell wieder verpisste. Das ist die gesamte Geschichte von Sega, nur im Gegensatz zu manchen Amateuren und richtig erklärt. Also schnappt euch euren Shield, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen, das gerne einmal liked. Doch wir starten jetzt richtig durch. Vor Sega, dem Videospielentwickler, gab es Standard Games, den Münzspielautomatenvertrieb, welcher 1940 in Honolulu, Hawaii gegründet wurde. Also nur ein Jahr vor. Was stand da? Ich kann auch nichts dafür, dass Sega ihre Firma von Pearl Harbor gegründet hat. Von oder vor Pearl Harbor? Wieso steht da vorne? Hat sie sich verschrieben oder was? Ich habe keine Ahnung. Okay, da steht sie in den Kommentaren. Standard Games vertrieb in den ersten Jahren ihrer Existenz ein paar simple Spielautomaten für die US Army in Hawaii. Doch schon 1951 mit dem damaligen Spielautomatenverbot in den US-Territorien wechselte das Unternehmen seinen Standort nach Japan und wurde auch in Service Games kurz Sega benannt. 2x7, dort entwickelte Sega Anfang der 60er Jahre schnell ein Monopol in diesem Bereich und Spielehallen ohne importierte Sega-Automaten gab es in Japan quasi nicht. 1965 begann sie dann auch selber mit der Entwicklung erster eigener Spiele für ihre Automaten und mit dem U-Boot-Schieß-Simulator Periscope traf man direkt in Schwarze. Es war instant das profitabelste, erfolgreichste Arcade-Game der 60er Jahre und bewegte Sega natürlich dazu, seine Vorherrschaft in diesem Sektor auszuweiten. Und auch wenn die 70er somit ein geniales Jahrzehnt für Sega waren, ging der Arcade-Markt Anfang der 80er langsam aber sicher zurück und Heimkonsolen wurden immer populärer, weshalb Sega am 15. Juli 1983 mit den SG-1000 diesen Bereich erstmal ins Visier nahm. Das war by the way zufällig genau derselbe Tag, wo Nintendo ihren Famicom besser bekannt als NES releaste. Da der westliche Markt wegen des Videospiel-Crashes dieser Zeit allerdings komplett gebrochen war, war Japan vorerst das einzige wirkliche Schlachtfeld der beiden Konsolenhersteller. Und auch wenn das SG-1000 mit 150.000 Sales 1983 gut startete, konnte Nintendo Sega langfristig dank zwei Sachen nahezu ausschalten. Denn während Sega Third-Party-Developer bis dahin eher als Konkurrenten in den Spielhallen sah, erkannte Nintendo in der Zusammenarbeitspotenzial, die Spielebibliothek eher Hardware zu erweitern. Mit dem Durchbruch des NES 1985-86 in Nordamerika konnte man zudem den großen amerikanischen Markt aufbrechen und war so durch sehr schnell sehr reich. Mit der Hardware zusammen kamen zudem auch die Spiele in die Wohnzimmer der Leute und Mario und Zelda wurden rasch zu den Aushängeschildern der Firma. Diese Lichtpistole, als kleines Kind war ich da, ich kann mich gerade noch erinnern, dass da auch jemand so was mitgenommen hat, eine Konsole anscheinend, und hatte mit einer Pistole auf den Bildschirm geschossen und dann. War sehr spannend. Ich durfte nicht mitschießen. Aber naja. Sega, nun ja, sie hat ein Alex Kidd. Aber Alex Kidd ist ein Lutscher. Und dank Nintendos damaliger Lizenzierungspraxis, dem legendären Seal of Quality, das zeitgleich Drittentwicklern verbat, ihre Spiele für andere Konsolenhersteller zu releasen, konnte Sega auch spieletechnisch nicht wirklich mit Nintendo mithalten und der rote Gigant gewann schnell einen saftigen Marktanteil von über 90%. Daher versuchte man es bei Sega mit einer neuen, leistungsstärkeren Konsole, dem Sega Master System. Dabei hatte die Konsole doch so krasse Spiele wie Monopoly. Versteht mich bitte nicht falsch. Das Master System hatte durchaus seine damaligen Randmärkte, wo es Erfolge feiern konnte, wie etwa Europa und Brasilien, wo man dank der intensiven Zusammenarbeit mit Tectoy knapp 10 Millionen Einheiten verkaufen konnte. Was ehrlicherweise aber auch daran lag, dass Nintendo erst 1993 brasilianisches Territorium betrat. In den wichtigen Schlachten um Amerika und Japan hagelte es jedoch heftige Niederlagen und man war gegenüber der Übermacht Nintendo hoffnungslos verloren. In Japan wurde man mit dem Aufstieg des PC Engines sogar auch noch zur dritten Geige degradiert und verlor komplett den Anschluss. Es war also an der Zeit, sich neu aufzustellen und Momentum zu generieren. Mit diesen Worten, Forza Sega. Forza Sega. Michael Sonic Jackson. Sonic 2 is breaking all national sales records. Sonic 2 299. Der Mega Drive war eine tickende Zeitbombe.
eine tickende Zeitbombe für Nintendo, die am 29. Oktober 1988 in Japan einschlug. Sega hatte aufgrund des fehlenden Third-Party-Supports an allen Fronten zu kämpfen, um direkt ein sauberes Spiele-Line-Up zu kreieren, weshalb Games wie Phantasy Star 2, Shinobi und das neue Alex Kidd in nur wenigen Monaten entwickelt wurden und man sich durch Games wie Outrun, Space Harrier 2 oder Super Hang-On aus seinem Winning Run im Arcade-Markt fokussierte. Dann hatte man durch die neue 16-Bit-Technologie grafisch viel bessere Möglichkeiten gegenüber dem NES. Dennoch wurde die neue Konsole in Japan vom heiß ersehnten Super Mario Bros. 3, das nur eine Woche zuvor erschien, komplett überschattet und der Konsolenrelease in Japan floppte. Um diesem Problem in Nordamerika zuvorzukommen, vertraute man der neu gegründeten eigenen Tochtergesellschaft Sega of America die Markteinführung an und verpflichtete den ehemaligen Atari-Manager Michael Katz als CEO. Hey, unter Katz wurde das Marketing gegenüber Nintendo enorm verschärft und legendäre Slogans wie wurden geboren. Aber auch Stars der damaligen Zeit wie James Buster Douglas, Tommy Lasorda, Joe Montana oder der Michael Jackson wurden verpflichtet, Amerika aufzubrechen. Ihr werdet mich nicht brechen. Ihr nicht. Und so war es auch. Trotz der deutlich leistungsstärkeren Hardware sowie den teuren Investment in Stars lief auch der Release in Amerika mit einer 500.000 Einheiten im ersten Jahr nur sehr schleppend. Mit dem angekündigten Release des SNES für Ende 1990 waren zudem auch schon die Einheiten Nintendos auf dem Vormarsch in den 16-Bit-Markt. Während bei Sega of Japan ein kleines, unbedeutendes siebenköpfiges Team an einem winzigen Projekt arbeitete, entschied man sich in Amerika aufgrund des Misserfolgs, Cats durch das Marketing-Genie Tom Kalinske zu ersetzen. Ah, Tom Kalinske, genau. Bis dato bei der Firma Mattel einen riesengroßen Namen durch seine legendären Vermarktung. Da muss ich Hut abnehmen, der hat das gut hingekriegt. Sega of America, der Tom Kalinske hier, der hat das Marketing führend sehr gut geleitet. Der hat auch ein paar andere bessere Ideen gehabt, die Sega of Japan nachher nicht übernommen haben, leider nicht, aber... Naja, okay, mal gucken, mal weiter. Strategie der in die Jahre gekommenen Barbie-Puppen. Mit ihm wurde damals neben den teureren Puppen auch ein wesentlich günstigeres Segment an Barbies angeboten, um die Puppen für alle zugänglicher zu machen. Ein Muster, was sich Jahre später bei Sega noch wiederholen sollte. Neu verpackt in den legendären rosa Boxen war das Ergebnis von Kalinskis Einflüssen. Dementsprechend traf er bei Sega direkt auf großes Vertrauen. Seine erste große Amtshandlung bei Sega war sein legendärer 4-Punkte-Plan mit verheerenden Auswirkungen fürs Unternehmen. Kloppt den Preis fürs Mega Drive so niedrig wie nur möglich. Wir müssen irgendwie Konsolen in die Häuser der Leute bekommen. Zweitens, gestaltet die Spiele ab sofort amerikanischer. Unser neues Entwicklerstudio, das Sega Technical Institute, wird uns dabei sicher helfen. Drittens, wir investieren noch mehr Geld in Werbung für Teens und junge Erwachsene, lassen Nintendo die Kids und deswegen ersetzen wir auch in Punkt 4 das ernstzunehmende Altered Beast, was dem Mega Drive bisher beilag, durch diesen sympathischen, süßen, blauen Cartoon-Igel da. What? Als Kalinske diese Pläne Sega of Japan präsentierte, war man zuerst alles, nur nicht zufrieden. Da eigentlich jeder von Kalinskis Punkten damit zu tun hatte, noch mehr Geld in eine sowieso schon verlustreiche Konsole zu stecken, in die bis dato schon zuvor sehr viel Geld investiert wurde. Und das Erschließen neuer Zielgruppen war auch nie Segas Plan. Das käme quasi eine Kapitulation gegenüber Nintendo gleich. Doch Kalinske hatte einen Plan, denn seine gesamte Operation basierte auf die sogenannte Gillette-Strategie, bei welcher der Rasierer bzw. die Konsole mit Verlust künstlich günstig verkauft wird, um erstmal überhaupt einen Markt für das Sega Mega Drive aufzubauen, der dann die ansprechenden Klingen, also die an die Zielgruppe angepasste Software, zu einem Gewinn verkauft. Das Ergebnis ist Stonks. Dumm ist es halt nur, wenn man seine allerbesten Klingen kostenlos zum Rasierer dazulegt. Was Sega of America allerdings gemacht hat. Das Ergebnis? Positiv. Sonic the Hedgehog erweiste sich als das Entscheidende aus Segas. Und ich glaube, ich muss kaum jemandem erzählen, warum das Game erfolgreich war. Die bunten, fröhlichen Farben, der gesamte Artstyle, die atemberaubende Musik, das stufenlose Leveldesign und vor allem diese unvergleichbare Geschwindigkeit zeigten die gesamte Power des Systems. Das Problem dieses Metroid jetzt waren aber die weitläufigen Level, die ich kaum mehr erkunden konnte. Aber zum Glück heißt der normale Gamer nicht David Hein. Sonic war 1991 einfach das perfekte Aushängeschild für Sega, sowie ihre moderne neue Konsole und die geniale Antwort auf Super Mario World. Aber nur in Japan. In Amerika gab es nämlich noch kein SNES mit Super Mario World und SMB3 war das aktuellste Game, was ich mit Sonic duellieren musste, während in Europa selbst SMB3 nicht mehr existierte. Hierzulande galt zum Release von Sonic 1 noch Super Mario Bros. 1 als das aktuellste Mario Game. Na gut, es gab noch Super Mario Bros. 2. Und wusstet ihr übrigens, dass Doki Doki Panic in Wahrheit... Segas gesamter Erfolg spiegelte sich auch schnell in den Verkaufszahlen. Zwar nicht in Japan, da kam Sonics Release zu spät, um den Super Nintendo und Mario den Rang noch im Nachhinein abzulaufen, aber in Amerika und Europa war man Nintendo endlich einen Schritt voraus und besaß in den folgenden Jahren etwa 65% des Konsolenmarktes, was ein wütendes Nintendo wiederum dazu anstachelte, ihre Maschinerie noch mehr zum Laufen zu bringen und ebenfalls schnell mit den Preisen nach unten zu gehen. Die Sieger der Schlacht waren auf jeden Fall die Konsumenten. Nicht nur sanken die Konsolenpreise rapide, sondern es entstand jetzt auch ein Banger nach dem anderen. Nintendo sollte am Ende der Konsolengeneration vielleicht die populäreren Games besitzen, aber Segas Schlagkraft war gewaltig. Mit Sonic 2 lernte er Sonic Team und Technik Genie Yuji Naka immer weiter dazu und
Okay, das hängt jetzt gerade, weil Yuji Naka ins Gefängnis muss. Ich glaube, deswegen hängt das, deswegen, damit ich das hier sagen kann, ne? Oh, was geht denn da ab, ey? So, was ist denn los hier? Ist das Internet ausgefallen? Oh, das Internet ist ausgefallen. Oh, nee, doch nicht. Wir gehen mal rein. Möglich, gehen wir das andere rein. Ein Internet. Ja, Leute, das ist live, ne? Wir machen jetzt einen Trick. Wir machen jetzt einen Trick. Okay. Also Yuji Naka, was ist aus dem geworden? Ich weiß es nicht so genau. Er müsste eigentlich im Gefängnis sein. Ich glaube, das war die letzte Stadt der Dinge, die ich von Yuji Naka mitbekommen habe. Okay, jetzt kommt nichts. Kann immer noch nicht. Ah, endlich. So, wir gehen jetzt übers Handynetz. Sehr teuer, aber ich habe Datenvolumen. Deswegen. Und lädt es. Team und Technik-Genie Yuji Naka immer weiter dazu. Bitte, ihre Maschine versprach Nintendo und Tonke entstand jetzt auch ein Banger nach dem anderen. Nintendo sollte am Ende der Konsole immer weiter dazu und verbessern endlich, geht's weiter, okay. An allen Ecken und Enden. Während Tonke nicht mit der Marketingstrategie des Sonic Tuesdays, einem weltweit zeitgleichen Release dafür sorgte, dass Sonic 2 bis zum dato erfolgreichsten Release ever wurde. Aber auch anderweitig gelang es Sega immer mehr Fuß zu fassen. Mit John Madden NFL in Zusammenarbeit mit wurde der Mega Drive auch immer mehr zur Sportkonsole und Sega gewann immer mehr an Third-Party-Support, da viele Developer von ihnen keinen Bock mehr auf Nintendo und ihre hohen Lizenzgebühren und Regeln hatten. Auch Fighting Games wie Street of Rage oder der Port des neuen Arcade-Bangers Mortal Kombat kamen extrem gut an. Letzteres verkaufte sich sogar fünfmal so gut wie die SNES-Version, da Nintendo diese zensierte wegen spritzenden Blut und Gewalt. Aber insbesondere Lizenzspiele, vor allem von Disney, feierten auf dem Mega Drive ihren großen Siegeszug. An aller vorderster Front stand dabei Aladdin, das mit seinen hochwertig gezeichneten Cell-Animations alles viel organischer, kunstvoller, liebevoller, verspielter und weniger steif und eingefahren erscheinen lässt. Aladdin hatte mit diesem Stil und seinem zeitigen Release zum Film durchaus seinen Erfolg und wurde so durch mit über 4 Millionen Sales zum dritterfolgreichsten Spiel des Systems, weshalb auch viele weitere Sega-Games diesen Cell-Animation-Weg gingen. Sogar mein allerliebster Hurensohn! Abgerundet wurde diese breite Spielebibliothek mit einem exzellenten, dreckigen Marketing gegenüber Nintendo. Ich meine, ihr alle kennt diese Werbung mit direktem Preisvergleich noch 30 Jahre später, wo Nintendo halt bei jeder möglichen Gelegenheit ins Visier genommen wird. Am allerbesten finde ich aber diese Werbung hier. The Sega Genesis has Blast Processing. Super Nintendo doesn't. So what's Blast Processing do? Blast Processing. Beste Wahl. Alter, es kommen 186! Um Blast Processing zu erklären, müsst ihr verstehen, der Mega Drive war dem Super Nintendo technisch zwar deutlich unterlegen, jedoch war die Verarbeitungsgeschwindigkeit auf Seiten Sega wesentlich besser, was ein flüssigeres und dynamischeres Gameplay ermöglichte, wo auf dem Bildschirm insgesamt einfach mehr passiert, wie in Sonic 2, Ranger X oder Gunster Heroes. Sega war somit das coole, schnelle Raketenauto Nintendo. Nun ja, Nintendo ist und bleibt eine Kekka-Karre. Nice. Ein Sektor, auf dem diese Werbung allerdings nicht so gut ankam, war der Handheld-Bereich, wo das Sega Game Gear ziemlich hart unterging. Yep, das Gerät hatte zwar Farbe und war seinerzeit technisch beeindruckend, aber aufgrund des enormen weltweiten Siegeszuges des beliebten Gameboys schreckte man mit solch einer Werbung potenzielle Käufer, die schon einen Gameboy besaßen, eher ab. Wow. Color. Hey, there's an easier way to get color. Get a Game Gear, the full color portable with over 150 games, like the new Echo, Mortal 2 and Sonic Triple Trouble. Oh man, ich liebe diesen Sega-Schrei. Zudem war der Game Gear nicht nur extrem unhandlich und hatte einen viel zu kleinen Screen, sondern war auch doppelt so teuer wie sein Konkurrent. Eine reine Batterieschleuder mit unfassbar kurzer Akkulaufzeit und die Spiele, naja. Die Spielebibliothek des Game Gears bestand größtenteils aus Master System Ports und Third-Party-Support gab es auch kaum, weil das Gerät nach dem grünen Brotkasten erschien und alle Entwickler bis dahin schon auf Nintendos erfolgreichen Handheld spezialisiert waren. Durch den kommerziellen Misserfolg gab es auch keinen wirklichen Anreiz, etwas für das Game Gear herzustellen. Blöderweise sollte der Game Gear jedoch nicht der einzige Flop Segas sein, denn dann gab es natürlich noch die zahlreichen Add-ons für das Mega Drive, wie etwa das Sega Mega CD. Jetzt geht es bergab mit Sega, ne? CD, aber da gibt es ja ein schönes Video von Angry Video Game Nerd. Angry Video Game Nerd, wie er die Sega CD ausgenommen hat und auch die Sega X2
32, ich weiß gar nicht, was das für ein Teil macht, dieses bildförmige Ding. Was es genau macht, weiß ich nicht, aber anscheinend. Ja, damit haben sie Mega Drive geschrien. Hab ich's gehört. Okay, mein Mikrofon hat ja auch Rauschgeld, aber deswegen hört man es nicht. Okay. Also Mega Drive. Also, da hat man es am Leben, künstlich am Leben erhalten, mit Schläuchen und Kabeln, Ankram, ey, das war eine gute Analogie. Dadurch waren zwar eine wesentlich bessere Soundqualität, mehr Speicher und technische Verbesserungen geboten, womit man der Konkurrenz überlegen war, allerdings zu einem enorm hohen Preis. Dafür bekam man als Kunde aber auch nur eine sehr kleine, mäßige Spielebibliothek geboten, überschwemmt von komischen FMV-Spielen. Und da das Mega CD genau wie das Mega Drive nur 64 Farben gleichzeitig darstellen konnte, sahen die Spiele häufig dann auch eher so aus. Da dieses neue Add-on einzig auf Leute beschränkt war, die schon einen Mega Drive besaßen, war die Zielgruppe dafür nie sonderlich groß und Third-Party-Hersteller natürlich abgeneigt dafür zu entwickeln, sodass das System lediglich mit 3,2 Millionen Sales in der Bin landete. Aber zum Glück hat es Sega daraus gelernt und arbeitet. Nein, haben sie nicht. Im Grunde ist das Sega 32X genau dieselbe Geschichte wie das Mega CD, nur wesentlich schlimmer. Das Add-on war nochmal wesentlich erfolgloser als das Mega CD, verkaufte nicht mal 1 Million Einheiten, besaß noch weniger Third-Party-Support und vor allem die Vermarktung des Ganzen war mehr als fragwürdig. Der Hauptgrund für dieses Add-on war, by the way, die große Angst vor Atari und ihrer heftigen 64-Bit-Konsole, dem Atari Jaguar, der Sega große Marktanteile abnehmen sollte. Oh, da habe ich aber Angst. Das Allerschlimmste war allerdings, dass das Sega 32X in direkter Konkurrenz mit einer ganz bestimmten Konsole stand. Der Sony PlayStation, dem Sega Saturn. Segas mit Abstand größter Rivale waren somit sie selber. Ihr müsst verstehen, Sega war unterteilt in Sega of Japan und Sega of America. Und während Sega of America eher den Kurs "Das bleibt alles so, wie es hier ist" beibehalten wollte und sich auf den Erfolg des langsam aber sicher älter werdenden Mega Drives ausruhen wollte, hatten die japanischen Einheiten nach ihrer haushoch verlorenen Schlacht gegen das SNES und PC Engine den Plan, eine neue Konsole voranzutreiben. Die ultimative 2D-Konsole, den Sega Saturn. Problem war allerdings, dass sie das Ganze alleine vorantrieben und Kerenskis potenziell vorgeschlagene Partnerschaften für Grafikchips und Hardware komplett ablehnten. Ja, das Problem hat hier vom Kalinski wieder, das meinte ich ja eben, der hatte da noch ein paar gute Ideen gehabt, wie man Sega noch retten konnte, aber naja, man hat nicht auf ihn gehört. Das war's. Was sich später noch fatal rächen sollte. Somit kam der Sega 32X und der Saturn fast zeitgleich im Weihnachtsgeschäft 1994 auf den Markt, sodass die Kunden verständlicherweise nicht wussten, was nun Segas neue Konsole war. Das Weihnachtsgeschäft 1994 ist hierbei das richtige Stichwort. Denn nicht nur releaste Sega ihr neuen Stuff, nein! Auch Sony betrat nach den gescheiterten Deals mit Nintendo und Sega den Markt mit ihrer brandneuen PS1. Und sie waren vor allem auf Nintendo wütend, weil wenige Jahre zuvor ihr SNES-CD-Laufwerk für den CD-i-Shit Philips von Nintendo abgewiesen wurde. Nintendo schaffte es jedoch zeitgleich 1994 mit Donkey Kong Country und den grafisch neuen Möglichkeiten von Silicon Graphics die Lebensspanne ihrer Konsole zu verlängern, sodass die Verkäufe weiterhin hoch blieben. Trotz all der Umstände schlug der auf Japan abgestimmte Saturn in Japan erstmal extrem gut ein, was vor allem an der Portierung von Arcade-Bängern wie Virtual Fighter oder Daytona USA lag, die man nun endlich zu Hause spielen konnte. In Amerika, dem damaligen Hauptmarkt Segas, herrschte aber das komplette Chaos. Der ursprünglich geplante Saturn-Release wurde von September 1995 auf Mai vorgezogen, damit man den wachsenden Konkurrenten Sony zuvorkommen konnte. Dadurch hatte Segas Lineup zum Release allerdings keine Schlagkraft und die elementaren Sportgames, wie sie der Mega Drive zuvor am Fließband zu bieten hatte, gab es nicht. Obwohl, Lüge. Lüge, Lüge, Lüge. Man hatte Sportgames wie etwa Pebble Peach Peach Golf Links oder Worldwide Es ist Fußball, nicht Soccer. Das in Amerika halt nicht ansatzweise den Anklang fand wie Football, Basketball oder Eishockey, die eben witzigerweise kurz nach Release der PS1 in Amerika herauskamen. Aber auch die anderen neuen großen Sega-Games konnten den amerikanischen Markt nicht wirklich überzeugen. Was allerdings vor allem daran lag, dass man im Gegensatz zu Nintendo kaum eines seiner beliebten Mega Drive-Reihen auf der nächsten Konsole fortsetzte. Kein Street of Rage, kein Gunstar Heroes, kein Phantasy Star, kein Echo the Dolphin, kein wirkliches Sonic. Obwohl... Ja, sorry, gab's auch wie Saturn nicht wirklich. Oh, und es gab noch Sonic Jam. Kombiniert man das mit dem Fact, dass man sich als Kunde jetzt nicht mal mehr sicher war, was überhaupt Segas aktuelle Konsole ist, ging das Vertrauen in die Marke Sega sehr schnell verloren, wodurch die Sony PlayStation nach ihrem Release in Amerika im September nur lächerliche 48 Stunden brauchte, um die gesamten Sega Saturn-Käufe der letzten Monate einzuholen. Dennoch bin ich ehrlich, die Spielebibliothek des Sega Saturns war gar nicht mal so schlecht und versuchte mit geilen Games wie Nights into Dreams, Panzer Dragoon, House of Death oder Virtual.com etwas komplett eigenes zu kreieren. Zudem fanden legendäre Reihen wie Tomb Raider, Resident Evil, Shin Megami Tensei und natürlich Dead or Alive eben
notfalls ihre Ursprünge auf der Konferenz. Es baut im Hintergrund, ey, ist wieder mal besser. Sohle. Und das war absolut notwendig. Die Spielebibliothek des Sega Saturns hatte allerdings ein riesengroßes Problem. Es waren zumeist Games, die sehr stark auf arcadiges, kurzweiliges Gameplay setzten. Heißt, du legst Virtua Fighter oder Virtua Cop mal kurz für 15 Minuten rein, zockst ein paar wenige Runden und das war's. Für eine Konsole, die hauptsächlich auf solche Spiele setzte, $400 auf den Tisch zu legen, sahen viele Kunden im westlichen Markt einfach nicht ein. Vor allem, wenn es zeitgleich eine deutlich günstigere Konsole gab, die in ihren Games eine neue, narrative Seite mit Stories, hochwertigen filmreifen Cutscenes, freischaltbare Charaktere und Elemente, extra Content und so weiter hervorhob. Games wie Tekken, Metal Gear Solid, Silent Hill und boten in diesem Aspekt einfach wesentlich mehr Content als die arcadigen Sega-Titel, während zudem der Arcade-Markt, auf den viele Sega-Saturn-Spiele stark basierten, mehr und mehr ausstarb. Zudem sahen diese contentarmen Spiele auch oft deutlich schlechter aus als auf der Konkurrenz, was eben auch an der schwierigen Entwicklung für den Saturn lag, der ja ursprünglich als ultimative 2D-Konsole entwickelt wurde, während die PS1 in diesem Aspekt eben sehr zugänglich für Third-Party-Entwickler war. Aber auch in der gesamten Vermarktung war der Sega Saturn eher sehr fragwürdig und konnte in seinen weirden Werbespots auch keine wirkliche Zielgruppe mehr ansprechen. Segas größte Stärke war es bis dato immer sehr direkte Werbespots zu entwickeln, um den Kunden direkt anzusprechen. Doch das sollte von nun an Sonys Stärke sein. Hauptverantwortlich dafür war vor allem Tom Kalinske. Der Adman von Sega of America verhalf den Unternehmen zwar zu nie vorhandener Stärke und hatte ehrlicherweise sehr wenig Unterstützung von den Vorgesetzten in Sega of Japan, aber was er am allerwenigsten hatte, war Ahnung im Videospielbereich. Das Produkt, was Kalinske in seiner Zeit bei Sega wie eigentlich jeder Adman am besten verkaufen konnte, waren keine Spiele oder gescheiterten Videospielkonsolen, sondern er selber. Dadurch werden Kalinske heutzutage leider viele Erfolge zugeschrieben, mit denen er halt absolut nichts zu tun hat. Er hatte als Adman natürlich nichts mit der Spielequalität von Sonic 1 oder der Figur zu tun und sein damaliges Argument, warum Sonic überhaupt Altered Beast als kostenloses Packing-Game ersetzte, war daher auch nicht die Spielequali, sondern einzig und allein das Image, was bei einem sympathischen blauen Cartoon-Igel natürlich höher ist als bei einer hässlichen Bestie. Nicht wahr, Sonic? Nevermind. Und auch wenn die anderen 4 Punkte seines 4-Punkte-Plans für wenige Jahre gewirkt haben, es muss jetzt schmecken, es muss wirken, war das im Großen und Ganzen eher ein riesiger Scheinerfolg, da man durch weitere Preisreduzierungen und Marketinginvestments erstmal viele Verluste eingehen musste, um diesen Erfolg überhaupt zu erzwingen. Der Punkt, den ich hierbei hervorheben möchte, Sega verkaufte zwar im Westen knapp mehr Einheiten als Nintendo, aber sprang dabei ein hoher Gewinn heraus. Ich glaube nicht. Wenn Kalinske seine Branche auch jemals nur im Ansatz verstanden hätte, dann hätte er auch die langfristigen Limitationen des Mega Drives erkannt und nicht das dämliche Sega 32X Add-on gefördert, was die Sega-Kundschaft wie vorhin schon angesprochen in zwei Lager aufteilte. Und er hat das 32X nicht nur gefördert, sondern er meinte sogar, dass damit die PlayStation gekillt werden würde, was wunderbar gealtert ist. Oh, okay. Mit des amerikanischen Entwicklerstudios STI, das nach 1994 ohne Yuji Nakas japanische Einheiten komplett aufgeschmissen waren, sah Kalinske nicht. Das Studio häufte jährlich Millionen an Schulden, nach nur 6 überwiegend wegen schlechten Mega Drive-Spielen in 6 Jahren war das letzte Projekt des Studios Sonic Extreme. Das Sonic-Team wegen Kalinskes Push für den Sega 32X nun seine Zeit für Knuckles Chaotix verschwendete, war es somit STIs Aufgabe, das allererste 3D-Sonic zu entwickeln. Und naja, das gesamte Studio starb bei der Entwicklung nach etwa nur 6 Jahren. Genau wie Tom Kalinskes Arbeitsvertrag. Offiziell verließ er zwar freiwillig das Unternehmen, aber nach einem neueren Interview mit Iri Machiri, dem Nachfolger von Kalinske, wurde bekannt, dass Kalinske zum Rücktritt aufgefordert wurde. Fachkreisen auch als Entlassung bekannt. Bei Sega brachen danach aber auch wirklich alle Dämme zusammen. Der Saturn verkaufte sich so elendig, sodass sich der Preis in Amerika innerhalb eines Jahres von $400 auf nur 200 halbierte, womit Sega alleine beim Verkauf nur noch höhere Verluste erzielte, um die Konsole überhaupt loszuwerden. Zudem war jetzt auch Nintendo mit den N64 N3D am Start, was die Marktanteile nur noch weiter in den Keller sinken ließ. Selbst in Japan, wo der Saturn das N64 knapp schlagen konnte und man Sony auch teilweise überbieten konnte, war auch spätestens 1997 mit dem Release von Final Fantasy VII der Siegeszug des Saturns beendet und die PS1 zwischte von da an den Boden mit dem Saturn. Und Sega war weltweit erfolglos. Da konnten selbst die besten Werbespots mit Sega das Sanzio nichts mehr ausrichten. Was ist doch Betrug? Und daraufhin kam die E3, wo einfach vor aller Öffentlichkeit gesagt wurde, dass der Saturn nicht die Zukunft sei und man sich lieber ab sofort auf die Entwicklung der Dreamcast konzentriert wurde. Das war gerade einmal 2 Jahre nach der Markteinführung der Konsole in den USA und Europa, wodurch viele Kunden der Konsole verständlicherweise sehr schnell verärgert waren. Und abgesehen von 2 ganz kleinen Ausnahmen kam nach Frühjahr 1998 gar nichts mehr für das Sega Saturn im Westen. Problem war, die Dreamcast kam nicht Mitte 98 heraus. Im Westen erschien sie erst im Herbst 1999. Ihr müsst euch vorstellen, das sind fast 1,5 Jahre ohne wirkliches Lebenszeichen von Sega. Sonderlich viel Vertrauen in die Marke Sega war daher nicht mehr gegeben, weshalb man sich bei Release dazu entschied, das schöne Logo in den Hintergrund zu schieben, um dem Produkt nicht mit seinem schlechten Ruf zu schaden. Die Dreamcast war auch die allerletzte Konsole ever, die mit Bit beworben wurde, um die für damals unglaubliche Hardwarefähigkeit des Systems hervorzuheben. Das Gerät wurde dann im Jahresunterschied 98 und 99 hier in Japan sowie im westlichen Markt extrem erfolgreich veröffentlicht. In Japan vor allem dank dem Port von Virtua Fighter 3, dem bis dato erfolgreichsten Arcade-Game Japans, und im Westen konnte man dank des nun umfangreichen
umfangreichen Spiele-Lineups sowie dem unfassbar niedrigen Preis von nur $200 für moderne Hardware mit mehr als 225.000 Sales in den ersten 24 Verkaufsstunden einen damaligen Rekord aufstellen und das vollkommen verdient. Denn auch wenn es die letzte Konsole Segas war, war es ein letzter umwerfender Tanz, ein absolutes Feuerwerk. Ich meine, Sonic Adventure 1 ist bis heute noch das beste und spaßigste Sonic-Game aller Zeiten, während Shenmue auf der anderen Seite mit seinem unverschämt hohen 50 Millionen Dollar Budget sowie seiner komplett freien interaktiven Welt gottverdammt nochmal Maßstäbe für das heutige AAA-Gaming definieren sollte. Ein geniales Fighting-Game nach den anderen schoss aus dem Boden, Skies of Arcadia war eines der besten RPGs seiner Generation, Jet Set Radio hatte mit seinem einzigartigen Fresh and Flair fast schon mehr Style als Sonic Adventure 2, Phantasy Star Online war eines der ersten online-fähigen Konsolenspiele und die Arcade-Fraktion war mit Crazy Taxi mehr als begnügt. Und sogar der Third-Party-Support war über die Zeit der Dreamcast mega stark. Die Anfangseuphorie der Dreamcast wurde jedoch ziemlich schnell gedrückt, denn Anfang 2000 stand mit der PS2 die erfolgreichste Konsole aller Zeiten in den Startlöchern und ruinierte wirklich alles für Sega. Die Konsole konnte sich daher rasch gar nicht mehr absetzen, selbst wenn der Preis öfters gedroppt wurde, wodurch der Stonks immer weniger wurde. Dabei half es sicherlich nicht, dass die neue Konkurrenz von Nintendo und Microsoft schon vor der Tür stand. Daher wurden die Stimmen bei Sega lauter, aus dem Konsolenbusiness auszusteigen und nach nur 3 Jahren Dreamcast den Übergang zum Third-Party-Developer zu vollziehen. 2001 wurden somit noch die letzten Bänger auf den Markt geworfen und 9,5 autonome Studios innerhalb des Unternehmens zu gründen, um diesen Schritt vorzubereiten. Games erschienen nun auch für andere Konsolen und wie bei manch anderen Studios der Zeit stand sogar eine Übernahme durch Microsoft im Raum, da man immer noch unfassbar hohe Schulden hatte, die man kaum abarbeiten konnte. Um irgendwie zu überleben, gab der damalige Präsident Okawa kurz vor seinem Tod seine Aktien im Wert von 70 Millionen US-Dollar ans Unternehmen zurück, damit Sega diese Umstellung zum Third-Party-Developer überhaupt überleben konnte. Zwar überlebte Sega diesen Übergang, aber 2004 musste man dennoch mit Sammy Holdings fusionieren und hat heute nur noch sehr wenig mit den damaligen Konsolenhersteller alter Tage zu tun. Abgesehen von einigen Lichtblicken ist das Sega, wie wir es kennen, tot. Und ganz ehrlich, jetzt Hand aufs Herz. Wenn mir jemand darüber erzählt, dass er Sega liebt, dann meint er oder sie zu 99% das Sega, von dem ich euch erzählt habe. Oh, bei 300 Likes werde ich versuchen, ein Interview mit Tom Kalinski zu organisieren. Und wenn ihr nicht liked, dann wird euch David Hein in eure tiefsten Träume verfolgen. Okay, das 250. Like. 250. Like. Wir schreiben in den Kommentaren 250. Like. Oh, okay. Droge dürft von Sega. Okay, das war sehr informativ. Sehr unterhaltsam. Ah. Mit Blick von Tom Kalinski muss ich auch noch ändern. Bei der Mega Drive, ich hab mal gehört, wollte er eine Partnerschaft mit Sony eingeben. Hätten wir eine Sega Playstation oder so, das wäre geil gewesen, da hätte Sega noch überleben können, aber naja, ist halt nicht so gekommen. Und die Geschäftspraktiken, die danach kamen, die Werbespots, haben Sega dann ganz umgebracht. Ja, traurig eigentlich. Liebe Sega auch. Auch wenn ich eher ein PC-Spieler bin, war immer PC-Spieler schon von klein auf. Daher habe ich den Konsolenkrieg nie wirklich mitbekommen. Aber ja, Sonic-Fan bin ich. Wie man sehen. Okay, das war's von mir. An euch vielen Dank fürs Zusehen. Bleibt gesund. Daumen hoch für euch fürs Zugucken. Hier kommt er. Bis zum nächsten Mal. Bis heute. Ciao. Tschüss.